Berühmtheit erlangte der Ferrari 308 vor allem durch seine Präsenz in der 80er-Jahre-TV-Serie Magnum mit Tom Selleck. Der Serienheld Thomas Magnum durfte in fast jeder Folge der Serie einen roten Ferrari 308 GTS aus dem Besitz seines Arbeitgebers lenken. Der Ferrari 308 wurde 1975 erstmals auf dem Pariser Automobilsalon präsentiert. Er wurde zu einem Rekordschlager, denn von 1975 bis zur Einstellung der Produktion 1989 wurden 21.678 Einheiten des beliebten Ferraris gebaut. Rund 8.000 Exemplare davon waren die begehrten offenen Ferrari GTS Spider. Der Spider war eher ein Targa, denn das Dach konnte nur herausgenommen werden und musste hinter dem Sitz verstaut werden. Die Bezeichnung 308 GTS bezieht sich bei den ersten beiden Zahlen auf den 3 Liter Hubraum und die 8 steht für den quer eingebauten 8-Zylinder-Mittelmotor. GT steht für Gran Turismo. S steht für die offene Spider-Version. Auf der Fahrerseite ist seitlich noch das Emblem von Pininfarina zu finden, denn die sportliche keilförmige Karosserie der 308-Serie wurde von Leonardo Fioravanti bei Pininfarina entworfen. Aufgebaut ist die Karosserie auf einem Gitterrohrrahmen. Während die Berlinetta GTB-Karosserie aus Kunststoff gefertigt ist, wurden die Spider mit einem Blechkleid versehen. Dies lag an der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde, die in der Kunststoffkarosserie ein Risiko sah. Ebenfalls den US-Behörden ist eher die magere Leistung der späteren 308-Serie zu verdanken. Die ursprünglichen 255 PS bezog der 308 aus 4 Weber Doppelvergasern. Wegen der Umweltbehörde wurde 1980 in die 308 eine Bosch K-Jet-Einspritzung eingebaut. Damit verlor der Sportler rund 40 PS. 1982 stellte man dann die Version Quattro Valvole mit 32 Ventilen vor. Dies erhöhte die Leistung wieder um 26 PS. Immerhin kommt der Ferrari 308 GTS damit auf rund 265 km pro Stunde und beschleunigt von 0 auf 100 Stundenkilometern in 6,5 Sekunden. Äußerlich ist der Quattro Valvole an dem schmalen Lufteinlass an der Fronthaube und den kleinen Ferrari-Emblemen an den Außenspiegeln zu erkennen. Am Kühlereinlass befinden sich rechts und links kleine rechteckige Scheinwerfer und seitlich an den vorderen Kotflügeln befinden sich die rechteckigen Zusatzblinker. Auch im Innenraum gab es Veränderungen. Typisch ist das dreispeichige Lenkrad mit einem flachen Dreieck in der Mitte. Der hier gezeigte Ferrari 308 GTS befindet sich seit 1988 im derzeitigen Besitz und ist in einem perfekten Originalzustand. Der Ferrari 308 wird immer wieder als der Top-Sportwagen der 70er und 80er Jahre bezeichnet. Gute Exemplare steigen derzeit deutlich im Wert.